Wir checken ab. Lego-Fanboys abkassieren. Praktikum beim Held der Steine im Lego-Laden. Das wird unser erstes Video heute sein. Ich bin gespannt. Honey Bock drauf. Und auf einer Skala von 1 bis 10 ist Aaron immer so 15 unverschämt. Und ich bin gespannt, was er sich heute wieder für, sagen wir mal, Nettigkeiten einfallen lässt. Let's go. Warum sind denn hier keine Harry Potter-Fans? Wollen Sie Lego kaufen? Zum Altpapier. Er sieht nicht sehr, sehr seriös aus. Das waren 2.500 Euro. Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt an meinem Herzen von Europa vor meinem Laden heute. Und ich habe den Aaron da. Ich habe mir einen Praktikanten besorgt. Hallo Thomas, ich bin heute da, um dir mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und Lego zu verkaufen. Das sieht, also von außen sieht der Laden eher so aus, wie wenn ich so in Duisburg am Hauptbahnhof bin und du hast da so diese Handyläden. Wisst ihr, wo ihr so Handy-Bildschirmreparatur, sowas. Kennt man Thomas? Kennt man? Ich kenne Thomas nicht. Held der Steine? Kennt man ihn? I don't know. Ich bin nicht so im Lego-Lame-Game drin. Lego-Lame. Im Lego-Game. Ich bin da nicht drin. Hat er gesagt, der Laden ist in Frankfurt am Main? Ja. Aber sausympathischer Dude. Aber ich kenne ihn nicht. Klar kennt man ihn. Es tut mir leid. Ich bin kein Lego-Meister. Worum geht's da? Wer ist das? Wer ist Thomas? Wer ist Thomas? Woher kennt man Thomas? Thomas, es tut mir leid. Ich küsse dein Auge. Er ist der König der Lego. König der Steine. Er macht Lego-Reviews. Ah, okay. Kobi zu verkaufen. Wir haben Kobi und Seng Bao Wang Yi, du wirst tolle Blue Wings. Genau. Und die kannst du meinen Kunden alle erklären. Und wenn du es nicht mehr kannst, helfe ich dir. Also wie sind deine Kunden? Meine Kunden sind großartig. Sind es dicke Nerds, die keine Freunde haben und sich freuen, wenn ich ihnen die Hand gebe? Wer ist der beste Praktikant? Hey, Aaron! Mein Lieblingsintro ist weg! Mein Lieblingsintro auf ganz YouTube ist weg. Hey, 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 Aaron. Aber bitte nur für die Praktikanten-Videos. So, schau mal, das ist es. Ist es nicht toll? Ich bin erschüttert, man sagt, er ist klein, aber er ist wirklich klein. Das sind 2x2 Meter. Also Thomas, viele kenne ich ja nicht. Du bist ein super erfolgreicher Lego-YouTuber. Aber hast einen Laden? Ich habe einen Laden. Damit habe ich ja gestartet. Der YouTube-Kanal ist ja Werbung für meinen Laden. Da ist einfach Hedwig. Hier oben ist einfach Lego Hedwig. Ich ist er ja gestartet. Ah! Das war ja mal der Plan, dass ich Leuten, die weiter weg sind, Frankfurt hat viel internationales Publikum und die leben nicht in Frankfurt, haben bei mir eingekauft und denen habe ich dann kleine Sets vorgestellt und das denen als Video zukommen lassen und dafür habe ich YouTube gewählt als Plattform. Und dann stehe ich hier, ich habe ein paar aufgebaute Sets natürlich da, die Schaufenster habt ihr ja gesehen, die sind vollgepackt mit Zeug. Ja. Und hier drin ist auch noch was, momentan ist hier ein bisschen umgestaltet, weil der Laden zu klein ist, dass ich hier noch ein Regal reingezogen habe, die Theke ist vorne. Und hier ist die Palette Harry Potter jetzt eingetroffen, die... Harry Potter! Es ist mir eine Ehre! Ich habe ja auch noch andere kleine Sets, die müssen auf jeden Fall, das müssen wir halt nur alles verräumen. Das ist für mich immer die Sache. Gleich kommt Kunde und dein Laden sieht so aus, in meinem Backshop hätte das nicht so stattgefunden. Wo kommt es denn hin, alles? Hier ist ja schon voll. Nee, das ist noch nicht voll. Es sieht zwar voll aus, aber da gibt noch was. Du bekommst von mir erstmal in voller Freude ein paar Arbeitszeiten. So sieht mein Schuhschrank aus, aber... Nein, Spaß beiseite, aber das ist schon ziemlich cool. Das ist schon ziemlich cool. Erstmal in voller Freude ein paar Arbeitshandschuhe, damit deine zarten Händchen, deine YouTuber-Händchen nicht leiden. Dann habe ich ein wunderbares Messer, was ich mir irgendwo gefunden habe. Ja. Und gib mir dein Lego. Ich zeig dir das jetzt mal so, wie du das machen kannst. Jetzt hast du das. Da muss man jetzt ganz doll aufpassen, dass man nicht das auf... So richtig, ganz genau. Der Vorteil an dem Ganzen ist, erstmal an der Seite kannst du gut aufschneiden. Ja, fast. Oh, ich bringe dir das immer bei. Ja, als Kind, ich durfte im Kindergarten auch noch nicht schneiden, ich durfte nur reißen. Oh! So, und jetzt schaust du dir mal an. Was haben wir denn da Schönes? Mega cool! Harry ist zu Hause! Oh, da geht er in Harry Zeit. Potter, sie dürfen hier. Das ist schon fucking cool. Kannst du die Briefe einwerfen hier oben, kommen dann unten. Mega gut, Leute, ich möchte das alles haben. Ich bin zwar kein Lego-Fan, aber ich bin ein ultimativer Potterhead. Und wie cool ist das bitte? Hallo? Das Harry Potter macht Lego tatsächlich aus irgendeinem Grund gut. Ich weiß nicht warum, das sind wahrscheinlich Weil es Geld bringt. Es könnte ja bei Star Wars auch der Grund sein.
Aber anscheinend sind die Rechte in Star Wars von... machen sie scheiße? Ja. Das sind kleine Kokstütchen. Das sind kleine Kokstütchen. Daran schleppe ich mein Bargeld an zu machen. Das ist glaub richtig. Ich dir. So, und jetzt erkläre ich dir mit diesem, den kannst du unten jetzt bitte auch noch aufmachen. Ja, klar. Wieso brauchen wir den Karton noch? Nein. Ja, und den falte ich dann so. Den faltest du und so. Dann macht man den in einen vollen Karton so rein. Oh mein Gott, du bist ich voll hab, dabei. Ja, das habe ich früher nicht mit Lego gemacht, sondern mit Kippenstangen. Dann bringen wir die Europaletten vor den Laden, dann können wir ein bisschen Ware aufbauen, ja? Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal eine Europalette getragen habe. Nummer 1. Helf dir ein bisschen, weißt du? Das ist gut. So, du kommst dann dahinter wieder Marktschreie, wie du jetzt den Fisch anbaust. Kennst du das? Hamburger Fischmarkt, so die Nummer? Du kommst dann hier mit den Sachen und Lego, hier... Lego! Ja. Der neue Fiat. Ja. Siehst du, dass hier oben das Schwarze durch die Farben durchgeht? Billigfarben. Ja. Problem ist, siehst du auch hier, dass die Fliese nicht die Farbe hat? Du siehst auch, dass der Stein farblich nicht Vielleicht passt. Ist es aber auch nur bei dem jetzt. Die Steine sind orange. Der... Ich kenne da keinen. Keinen Farbunterschied. Null. Der Stein ist wieder gelb. Einfach hier hinten der Stein passt nicht. Das ist einfach eine echt miese Produktqualität. Was kostet der Bums? 80 Euro. Jetzt sei doch mal sauer und werf ihn auf den Boden und schrei nein, Lego, so nicht. Dann würde ich eher Harry Potter kaufen. Würdest du ihn trotzdem kaufen. Gut verkaufen können? Es gibt genug Fans, die einfach kaufen, weil es Lego ist. Das ist die Sache. Aber ich habe mal aufgebaut da, ich werde jedem, der das Ding kauft, das Ding zeigen und sagen, du weißt, dass das so aussieht. Guck mal. Oh, wie ehrlich ist er denn? Was ist das denn bitte für ein Ehrenmann? Was ist das denn bitte für ein Ehrenmann? Finde ich mega cool. Du weißt, dass das Ding scheiße aussieht. Willst du trotzdem kaufen? Okay, dann verkaufe ich dir. Das finde ich... Also Kuss an Thomas. Da ist eine alte Frau direkt draußen am Schaufenster. Soll ich die vertreiben? Ah, sie geht schon von alleine. Sie geht schon von alleine. Gestern kam noch mal eine Palette Schlachtschiffe an. Hier ist ein Schlachtschiff. Was kostet das Schlachtschiff? Das ist jetzt die USS Enterprise. Natürlich. In der Nicht-Limited Edition. Die 48,15 kostet 140 Euro. Wie viel verkaufst du da so? Ah, jetzt an einem Wochenende? Ja. Also von der, denke ich, die hier stehen? Alle, die hier stehen. Das sind so 20, 30 Stück. 20, also ja, sagen wir mal 10 bis 20 von Enterprise. Ja. Weil die Sache ist, es geht dir dann hier drüben noch weiter. Wir haben hier hat der einen Online-Shop oder kommen die alle und rennen denen die Bude ein? Oben noch die Zeppelin. Es ist wie Tetris. Da siehst du Iowa und Missouri. Das IM ist für mich die Abkürzung. Das ist Iowa, Missouri. Das hier ist die Y, das ist die Yamato. Ja. Da oben ist T, das ist die Tirpitz. Natürlich. Ich habe da das Stranger Things Ding gesehen. Davon habe ich zwei. Was sind das mittlerweile wert? Hast du ein bisschen früh gekauft. Du hast gesagt, soll man kaufen. Nee. Ja, ist ja auch gut. Kannst du auch kaufen, wenn du es magst. Als Wertanlage solltest du es natürlich kaufen, kurz bevor es vom Markt geht. Aber da du momentan eh keine Zinsen für dein vieles Geld kriegst, kannst du es auch jetzt schon kaufen. Ist die nächste Reihe durch? Bei mir ist das ja ein bisschen Thema. Einfach Lego Broker. Das ist einfach ein fucking Lego Broker, der Typ. Zum Glück habe ich abgenommen. Shape World. Was ist denn bitte die... Jetzt kommt das Quiz, oder? 102,59. Wie redest du das vor? 10, Mann, dann sage ich auch 10,25,9. Also 10259, Nummer für uns. Ja. 10259, das ist ein altes Creator Expert Weihnachtsset. Das ist ein Creator Expert Weihnachtsset. Okay. Palette hochkant stellen und... Mach ich, Chef. Ja. Boah, die Harry Potter da ist schon wirklich. Boah. Ach, das ist ja eine andere jetzt. Ja, das ist eine Titanic. Das ist eine Titanic? Das ist eine Titanic. Guck mal, Timon, Eisberg! Oh. Ich schwitze schon vom Auspacken. Hast du schön gemacht? Gibt es irgendwas von Lego, was es nicht gibt? Lego und Pornos. Es gibt, also wenn du dir irgendwas ausdenken kannst, gibt es da entweder ein Lego-Set zu und ein Porno. Oder beides. Lego und Pornos haben einfach alles im Sortiment. Eine gute Übung für dich, aber jetzt bring's bitte wieder rein, damit die Sachen nicht drin, für die Kunst nicht drin auspacken kann. Hättest du, aber es war hier draußen für dich mal ganz gut. Du kommst zu wenig in die Luft. Jetzt muss ich mit Thomas nachher alles zusammen. Die ganzen Harry Potter Sachen kaufe ich. Das kaufe ich. Ich glaube, das ist das erste Praktikum, wo ich Sachen direkt mitnehme und kaufe. Bei der Polizei bleibe ich nicht im Knast. Bei Dildo King habe ich noch Sachen bestellt, aber komm. Wir machen ja die Theke hier vorne direkt an der Tür. Und dann können wir hier hinten das alles aufbauen. Ach, du machst hier vorne jetzt Top und dann vorne. Das Fenster verkauft. Ich dachte, wir müssen hier Platz machen, dass die Kunden so rumlaufen können. Nee, wegen Corona wahrscheinlich zusätzlich nicht. Oder ist es normal bei ihm, dass sie nicht rumlaufen können? Ach, das weiß ich nicht. Ich war noch nie bei ihm im Shop. Aber das ist momentan bei der Pizzeria meines Vertrauens aus. Das finde ich sehr witzig. Die sitzen dann so an der Tür mit so einem kleinen Kästchen und so. Das finde ich richtig süß. Oh, ich will das haben. Oh. Wie oft sagt einer, ich habe keinen Bock, den zu bauen. Gib mir den ganzen Fiat jetzt mit. Gibt es auch sehr viele, weil tatsächlich das als Kultur sich hinstellen wollen, also nur für die Optik. Die haben aber keine Zeit aufzubauen, die geben das auch bei mir in Auftrag. Die sagen, ich hätte gerne in einer Woche das aufgebaute Modell so und so. Und dann baust du es denn auf? Dann baue ich das denn auf. Ich habe noch ein Dachgeschoss zu sanieren in Berlin, würdest du mir das auch aufbauen? Jederzeit. Leute, wenn ihr auch Lego aufgebaut haben wollt oder Puzzle oder so, mache ich sehr gerne. Schickt mir euren Lego-Stuff, ich baue den auf und schicke euch den zurück. Ja, geh mal vor. Machst du gut.
Oh. Fahne reingesteckt. Hast du professionell normalerweise treffe ich beim ersten Mal. Naja. Du bist da, du musst da festhalten, dass der Schirm nicht wegfliegt. Kannst du hier den halben Tag stehen? Da ist jetzt meine Theke. Ja. Und jetzt können die Kunden hier 2-3 Schritte hochkommen. Wir verweilen hinter der Theke. Du kannst aber draußen natürlich ein bisschen für gute Laune sorgen. Das ist doch klar. Wir haben einen netten Schirm aufgebaut, damit hier die Gesamtstimmung hält. Wollen Sie Lego kaufen? Nein, guck, das ist direkt die Kunden angesprochen. Und vertrieben. Aber das finde ich auch immer ganz unangenehm. Es gibt ja auch diese Schlepper, heißen die, glaube ich, ne? Die auf so Partymeilen oder auch in Urlaubsorten, wenn du so da lang gehst und irgendein fucking Restaurantschlepper kommt doch zu und sagt, ah, komm doch hier rein, komm. Nee, dann gehe ich nicht in dein Restaurant, ich hasse euch. Es tut mir total leid, ihr macht nur euren Job, aber ich finde euch scheiße. Also nicht euch, sondern dass der Chef von euch denkt, das wäre eine gute Idee. Das ist eine scheiß Idee, bei mir zumindest. Ich will in Ruhe, ich mag Menschen nicht, ich will nicht angesprochen werden. Vor allem nicht von Fremden, wenn ich einfach nur was essen will. Wenn ich mir ein Restaurant aussuche, heißt es das meistens, dass ich Hunger habe. Und wenn ich Hunger habe, bin ich meistens nicht ganz so gut gelaunt. Lass mich auf deiner Karte gucken, ob das in Ordnung ist, das Essen. Ob da was für mich dabei ist. Hält der Steine in Frankfurt Aaron Troschka am Apparat? Ich kläre mal Boba Fetthelm. Den Boba Fetthelm habe ich natürlich da, ja. Ist von 60 auf 50 Euro reduziert. Ist von 60 auf 55 reduziert. Das ist, das sind praktisch Bausteine, aber auf 60% geschrumpft. Ich habe auch eine Gänsehaut. Könnte ich die Graf Zeppelin haben? Ja, natürlich kannst du die am Limited Edition was oder normal. Könnte ich die Graf Zeppelin haben? Die Graf Zeppelin, ah. Natürlich kannst du die am Limited Edition oder normale? Normale. 30,86 bei den Schiffen. Bei Lego oder Kobi? Bei Kobi natürlich. Du möchtest den Boba Fett haben? Gerne. Okay, der kannst ist cool. Noch mal, warum kommst du hier zum Held der Steine eigentlich? Ich habe mir sein Video angeguckt, also ich gucke ihn ja generell. Aber meine Videos schon ein bisschen lieber, oder? Nö. So. 30,86, du hast es wunderbar gemacht. So, soll ich noch eine Hellentasse dazu geben? Ja. Für 15 Euro. Moment, es gibt die Volltonfarbe für 15 Euro und für 10 Euro die nur bedruckt ist. Ja, ja, aber du nimmst die Volltonfarbe, das ist die gute. Die Vollton ist Gravur, ja? Ja? Ja, das ist die, die ich dir auch gegeben habe. Genau. Welche Farbe denn? Ich habe gehört, Orange ist selten. Noch ein Kriegsschiff. Nee, Harry Potter. Das wäre nochmal ein Trick für Profis. Ah, er muss auch die Kasse bedienen lernen. Das ich wollte noch fragen, ob du den Supersternzerstörer hast. Oh. Den Super. Also allgemein. Der Supersternzerstörer ist ein Exklusivprodukt. Den gibt es nur bei Scheiß Lego direkt. Die mittelblaue. Also die. Die da, das ist die richtige. Ja. So, und jetzt guck mal, das waren die Vorführer und dahinter stehen die verpackt sind zum Verkauf. Weil die haben wir schon alle angekrabbelt. Ja, weißt und du? Ist ja nicht schlimm. Ich meine nicht den neuen Sternzerstörer, sondern den. Oh, mein Kopf! Meine Synapsen sind gerade wie so ein Flipper. Bim, 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 bim. Das sind alles zu viele Informationen für mein kleines blondes Köpfchen. Super Sternzerstörer, Lego, direkt Store. Nein, exklusiv. Tasse, halb blau. Alten, diesen ganz langen. Achso, den wunderbaren. Der wunderbaren ist ja. Aber auch ein Exklusivmodell gewesen, deswegen ist das keins, was ich bevorraten konnte. Okay. Da ist es immer mal so der Punkt, dass wenn ich irgendwoher einen guten Deal kriege mit dem anderen, dass man was tauschen kann. Ja, haben wir also nicht. Wir haben Boba Fett aber. Er sieht nicht sehr, sehr seriös aus, deswegen. Trinkgeld ist erlaubt? Nein. Spaß! Kein Spaß. So, jetzt hast du 500. Aaron kommt heute irgendwie nicht so ganz gut an mit seinen Jokes. Thomas ist da ein bisschen eine Nummer drüber, ne? Finde ich stark. 55 angegeben. Ich wollte uns Trinkgeld berechnen. Wir könnten jetzt was über so lief, gut lief über Provision reden. Nein, okay nicht. Ich habe mir den Astrometo zurückgelegt. Harry Potter habe ich gestern auch gekauft. Gute Wahl. Der junge Mann hat auch. Den Astrometo in den Uhrenturm. Ich habe was für anderes verstanden. Wäre ich überrascht gewesen, wenn es das von Lego gegeben hätte. But who am I to know? Du kannst hier rankommen, Harry Potter. Kannst mal rankommen und ihr könnt euch über Harry Potter unterhalten. Ich habe keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Und zwar über Apollo Saturn 5 Rakete. Ja. Hast du die zufällig noch da? Die Saturn 5 muss ich gucken. Ich könnte einen, also die meine sind alle verkauft. Das war ja auch ein Exklusivset, was ich nie hatte, weil Lego mir das nicht gibt. Ich habe von einem anderen Händler in Kommission einen Star. Das Ding liegt aber bei 200. Davon würde ich dringend abraten. Oh, nee. Richtig. Wie cool ist Thomas bitte? Ich habe das da, ich kann es dir verkaufen für 200. Würde ich aber dringend von abraten. Gib mir das Geld nicht. Ich feiere Thomas. Thomas ist einfach einer der ehrlichsten Verkäufer. Zumindest wirkt es gerade so.
Ich liebe das. Und dann würde ich gerne noch einen Gutschein im Wert von 30 Euro haben. Haben wir Gutscheine? Ja. Na klar haben wir Gutscheine. Warum? Komm, dann nächstes Mal ein Kaufbeil war es für 30 Euro. Ich sag mal, hast du ja ein Video auch gesagt, extra. Sollst du darüber achten mit 119 Euro da und alles, ne? Ja gut, das Video, was du gesehen hast, ist halt schon ein paar Jährchen alt. Gutschein. Kleiner Erklärbär, immer wenn du im Handel arbeitest, immer das Geld vom Kunden in der Hand behalten, nicht in die Kasse machen, sondern erst in die Kasse machen, wenn er sein Wechselgeld hat. Sonst sagt er, ich hab dir doch 150, du nicht, aber ich hab dir doch 150 gegeben. Und dann hast du Problematik. Das sind deine Erinnerungen aus der Jugend. Die Erinnerung im Backshop. Wenn sie Kippen kaufen und dann, ich hab dir doch viel mehr gegeben. Viel Erfolg und falls sie was Gutes auf YouTube sehen wollen, hey Aaron, ist ein toller Kanal. In dem Sinne, schönes Wochenende. Servus, ich hatte angerufen und wollte fragen, es hieß, ihr hättet noch ein Pariser Restaurant da. Jetzt wollte ich fragen, wie teuer das ist. Garstig teuer. Nimm doch lieber Harry Potter, ist nagelneu reingekommen und ist gut, habe ich gestern auch gekauft. Ja, das ist wirklich so. Okay, warum sind denn hier keine Harry Potter Fans? Das verstehe ich auch nicht. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich glaube, die spinnen. Die wissen nicht, was gut ist. Hallo. Ich hätte gerne eine Heldentasse. Und wir packen in die Wohnung. So, wo haben wir denn? Weißt du denn? Ich hätte so eine Heldentasse. Auf jeden Fall. Welche Farbe? Auch schwarz. Dann bist du aber genauso wie er. Du brauchst so eine andere Farbe, um cooler zu sein. Die schwarze ist die Kunst. Okay. Hallo, wir hatten einmal die Graf Zeppelin vorgestellt. Limited oder nicht Limited? Ich habe nur die normale angegeben. Die normale angegeben. Willst du noch ändern? Ich glaube, es sind 4 oder 5 Flugzeuge mehr oben auf dem Flugdeck und man bekommt einen Zettel, auf dem steht, dass man was Besonderes ist. Hält. So, das bekommt ihr, wenn ihr T2-Sub seid. Das Special Edition. Für alle T2 und T3-Subs, die kriegen. Geht um den Kobi-Luna-Länder. Der Kobi-Luna-Länder, ich weiß es, du weißt es nicht, befindet sich dort hinten im Regal hinter den Lego-Ferraris. Eins weiter unten ist der Concorde. Ja, hier. Das ist keine Concorde. Rechts, 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 rechts. Hops. Ist ein bisschen eng. Da ist das Flugzeug. So, und jetzt weiter rechts, hinter den Kisten, kommt ein Luna-Länder von Kobi. Ich weiß das, ich habe ihn dorthin getan. Luna-Länder. Ach, der hier. Der hat aber einen schönen Namen. Ich möchte anbauen, ja, ich habe einfach mal hier zwischen. Das ist kein Lunaländer. Das ist wenn sogar Timo Nein brüllt, muss ich ja mich gerade richtig dumm anstellen. Ein Lunaländer ist ein. Das ist ein Forschungsgerät. Der hier. Ich bin ein Forschungsgerät! Ein Lunaländer! Leute! Guck doch mal weiter rechts, eine Mondlandefähre. Ach so, sag doch was auf dem Mondland kann. So, ja. Hey, Schank hättest mit Käffchen, Eiskaffee, Bierchen. Ich habe 5 Euro das Stück. Kannst du mal dem Helden sagen, er soll sich Handyhalterungen machen? Handyhalterung. Ich wusste gar nicht, dass das gibt, bevor ihr mir gesagt habt, was das ist. Ja. Ich besorge welche. Du bist ein Ferengi und ein Trüffelschwein. Das ist das Thema hier. Immer noch den Leuten den letzten Euro rauszahlen. Das ist dein Plan. Netter kleiner BB-8. 10262. Und das hier wollte ich euch nur zeigen. Das ist das White House. Das ist der alte Starfighter vom Obi-Wan. Habt ihr schon alle neuen Harry Potter Sachen? Das halt doch deinen Mund! Ich glaube, der spinnt. Wir sind Männer, wir stehen nicht auf Harry... Du bist Kind, wer Harry Potter nicht mag. Kind, wer Harry Potter nicht mag. Sag ich euch, wie es ist. Wir sind Männer. Wir gehen mit unserer Keule auf die Jagd. Wir mögen nicht Harry... Halt doch deinen Mund, du hast doch keine Ahnung. Pimmelberger. Aber nach dem Sex wieder anfangen zu weinen. Aber ich bin Mann, ich mag kein Harry Potter. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Habt ihr oder wollt ihr? Wollen wir. Das Lego-Haus, das war ein wunderbares Special, was es nur in Billund gab. Während das Lego-Haus gebaut wurde, waren die umliegenden Einzelhändler ja dadurch eingeschränkt durch die Baustelle. Was ist das Teuerste? Das haben sie schon. Ach so. Und das könnte ich auch mal anbieten. So ein kleines, nettes Easter Egg, dass man hier noch sowas findet. So, und dann zeigen wir denen das mal. Und vielleicht freuen sich die Jungs. Und dann freue ich mich. Weiter geht's, die Eule brauchen wir auf jeden Fall. Ach so, Hedwig. Jetzt auf einmal doch Harry Potter, Jungs. Ich mag keinen Harry Potter. Ich bin Mann. Aber gib mir die Eule. Ich möchte Hedwig bauen. Wahrscheinlich Eulensammler. Aber das ist das dümmste Set. Guck mal, die guckt, als wenn man ihm einen Ball an den Kopf geschossen hat. Und das Schloss 75969. So, ja, Astronomieturm, machen wir das hier? Ja, hab ich hier. Guck mal, hier ist er direkt. Da ist auch einer, ja, sehr gut. Das da wohnt Harry Potter. Ach so. Bei den Dursleys. Ja. Nehmen wir mit. Das ist krass, dass es wirklich so nicht ich der einzige Junge bin, der sich freut wie ein kleiner. Guck mal, eigentlich stehe ich da gerade. Und wenn du die in eine Zeitmaschine von der Mini-Playback schon machst, stehen sie auf einmal da. Und er ist die Mareika Maro. 31.094. Ja. 75.967. Der Laden gleich einfach leer. Sag ich euch, wie es ist. Die kaufen alles leer gerade. 75.966. Oder doch, wenn man so. Ah, so ist sogar perfekt.
So, ich freue mich fest, dass ihr da wart. Schönes Wochenende für euch. Ciao. Die Kollegen waren jetzt sehr kaufintensiv, was ja super ist. Die waren kaufintensiv. Machen wir zu? Machen wir zu für heute. Meinst du, wir gehen jetzt mal alle essen, ich gebe einen aus und wir haben es gut? Na, für wie viel haben die ihn geholt? Das waren 2.500 Euro. Das sind, ist halt auch die Sache, da ich... Mein Auto hat nicht so viel gekostet. Mein Auto hat weniger gekostet, als die an einem Samstag für fucking Lego ausgegeben haben. Wenn ich noch einmal im Monat offen habe, konzentriert sich natürlich viel auf diese Zeit. Ah, okay. Und die haben jetzt auch Pläne, offen. Die haben ja auch für nächsten Monat schon Sachen vorbestellt, die dann rauskommen. Oder die haben gerade einen kompletten Kofferraum voll mit Lego. Wir brauchen nächsten Monat wieder so viel. Was machen? Sind das auch... Nee. Hä? Die kaufen sich einmal im Monat so viel, wie ich für mein Auto ausgegeben habe. Nein, aber jetzt mal wirklich heavy, oder? Wenn wir jetzt mal ganz ernst sind, das finde ich schon krass. Also 2.500 Euro für ein Hobby im Monat ausgeben zu können, ist schon geil. Die ich noch besorgen kann für sie, dass die sind interessiert an besonderen Sets, die es sonst nirgendwo gibt. Und es ist jetzt zum Beispiel ein Thema, wir hatten hier 3-4 Sets dabei, so für 300-500 Euro. Und da ist die Sache, dass sehr viele den Ladenverkauf bevorzugen, da sie sehen, dass das Set original ist, dass die Siegel tatsächlich noch geschlossen sind. Und sie wissen bei mir, dass es keine Retoure war, die mal von der großen Kette verschickt worden ist. Vielleicht hat ein Kunde was rausgenommen und hat es als Retoure zurückgeschickt. Das große Kaufhaus merkt es nicht, schickt es wieder raus und ein Kunde bekommt möglicherweise was. Er lebt einfach den Lego-Traum. Er lebt einfach den Lego-Traum. Was ein Typ. Was ein Typ. Das ist schon ziemlich cool. Also, das ist schon ziemlich cool. Und dabei noch super sympathisch, super schlagfertig und tatsächlich ehrlich, kommt zumindest so rüber, stellt Ehrlichkeit übers Business. Finde ich sehr, sehr stark. Also Thomas, saucooler Typ. Bitte, bitte weitermachen.